Okay, um das Repertoire dann noch etwas zu erweitern, bringen wir euch noch ein paar Rock'n'Roll-Grundfiguren nahe. Hier beginnen wir mit dem Spin. Wir machen die in zwei verschiedenen Perspektiven vor. Und hier beim Spin zeigen wir auch nochmal explizit die Technik der Dame, weil die etwas komplexer ist als die beim Herrn. Wir machen die Grundfigur einmal vor und gehen dann in die Details. Einen Grundschritt vorweg und einen Grundschritt danach. Ein Grundschritt, jetzt kommt der Spin und wieder ein Grundschritt. Wie gesehen dreht sich beim Spin die Dame einmal um die eigene Achse. Wir gehen detailliert auf den Ablauf der Dame ein. Der Herr bietet nur die rechte Hand als Abstoßfläche und bleibt dabei stehen. Die Dame macht einen Kickball-Change am Platz. Und jetzt mit dem ersten Kick kickt sie leicht vorbei am Herrn und beim Zurückziehen dreht sie sich einmal und stößt sich ab. Mit dem zweiten Kick kickt sie weg vom Herrn und mit dem Drehen dreht sie sich wieder zum Herrn und es geht wieder in die Ausgangsposition, die Handhaltung, wo dann der Grundschritt folgen würde. Um den Ablauf der Dame nochmal zu verdeutlichen, nochmal aus anderer Perspektive. Der Herr bietet der Dame nur die rechte Hand als Möglichkeit zum Abstoßen. Die Dame macht einen Kickball-Change auf der Stelle. Mit dem ersten Kick kickt sie am Herrn vorbei, beim Drehen weg vom Herrn. Beim letzten Kick dreht sie wieder zurück und ist wieder in Ausgangsposition, in Handhaltung zum Grundschritt. Die ganze Grundfigur noch einmal flüssig aus derselben Position mit einem Grundschritt vorweg und einem Grundschritt danach. Jetzt kommt der Handwechsel. Dame dreht, die Dame dreht noch einmal und noch einen Grundschritt. Im nächsten Schritt verbinden wir noch gleich zwei weitere Grundfiguren, weil es sich anbietet. Das ist das sogenannte Roll-In and Roll-Out. Mal ganz kurz nur die Führung. Wir nehmen uns beidhändig, Handflächen des Herrn zeigen nach oben. Die Dame legt die Hände einfach in die Handflächen des Herrn. Wir führen die Damen einfach einmal zu unserer rechten Seite und drehen sie ein und das Ganze wieder zurück. Nach innen haben wir den Roll-In und nach außen haben wir den Roll-Out. Zum leichteren Verständnis das Ganze aus der anderen Perspektive. Dame und Herr stehen sich in Handhaltung gegenüber. Der Herr führt seine Dame auf die rechte Seite neben sich, das ist der Roll-In, und das Ganze wieder zurück als Roll-Out in Ausgangsposition gegenüberstehend in Handhaltung. Das Ganze läuft jetzt mit einem Grundschritt ab und das Reinlaufen mit einer Abwandlung für die Dame des Platzwechsels. Wir stehen uns gegenüber. In Handhaltung, mit einem Grundschritt tanzen wir nach innen, mit einem weiteren Grundschritt tanzen wir wieder nach außen. Kick, Ball, Change, Kick, drehen, Kick, setzen, Kick, setzen und stehen wieder in Ausgangsposition. Wir stehen uns in Ausgangsstellung gegenüber, Dame und Herr in Handhaltung. Beim ersten Grundschritt das Roll-In, beim zweiten Grundschritt den Roll-Out. Und wir stehen wieder in Ausgangsstellung. Um jetzt etwas mehr Action und Bewegung in den Rock'n'Roll-Sport zu bringen, zeigen wir euch noch zwei grundlegende Akrobatikelemente. Hier beginnen wir mit der Grätsche oder auch dem Grätschsitz. Wir machen es einmal vor und zeigen euch dann detailliert die genauen Bewegungen für Dame und Herr. Um jetzt detaillierter auf Dame und Herr einzugehen, beginnen wir mit dem Herrn. Ausgangsposition ist eine leichte Grätstellung des Herrn. Die Zehenspitzen zeigen gerade nach vorne. Und was wir hier benötigen, ist eine Körperwelle vorwärts. Das heißt, wir gehen mit dem Becken beginnend nach hinten, versuchen einen leichten Entenarsch zu machen, gehen tief und stehen dann über unsere Oberschenkel wieder auf.
Bei dem Beschleunigen nach oben mit den Beinen haben wir hier einen festen Armwinkel, indem wir unsere Dame halten und unsere Dame jetzt einfach nach oben beschleunigen. Der erste Impuls der Bewegung beginnt aus den Oberschenkeln und nicht hier aus den Oberarmen. Mit den Oberarmen und den Unterarmen ein fester Griff an der Hüfte der Dame und dann beginnen die Oberschenkel nach oben zu beschleunigen und die Arme folgen dem Ganzen nur und stellen die Dame wieder sanft ab. Um die Bewegung der Dame zu erklären, gehen wir in Ausgangsposition, Gegenüberstellung. Die Dame umgreift den Hals des Herrn und umgreift dabei mit der einen Hand das Handgelenk der anderen Hand. Der Herr greift die Dame ungefähr in Hüfthöhe und umgreift fest mit seinen Händen. Die Dame sitzt circa auf Höhe des Rippenbogens des Herrn. Der Herr hat fest umgriffen. Der Hüftwinkel der Dame bleibt fest und die Dame hält sich fest mit Oberarm und Unterarm. Diese Position sollte die Dame ohne Hilfe des Herrn alleine halten können. So viel für einen ersten Schritt. Wie gesehen, der Hüftwinkel der Dame soll gehalten werden und die Dame presst mit ihren Füßen bzw. mit den Oberschenkeln fest zusammen, um sich selbst am Oberkörper des Herrn festzuhalten. Wie dargestellt, sollte das Ganze funktionieren, ohne dass der Herr mit seinen Händen helfen muss. Aus dieser Ausgangsposition beginnt dann die Bewegung des Herrn, wie vorher beschrieben. Ein kurzes Tiefgehen in die Oberschenkel, Arme und Oberarme des Herrn sind fest, ein Beschleunigen nach oben und die Dame nach außen stellen. Bei der Beschleunigung nach oben, bei der Bewegung nach oben, ist noch darauf zu achten, dass die Dame ihre Füße nach vorne anzieht. Nicht nach hinten anziehen, sondern nach vorne anziehen. Noch einmal die komplette Bewegung mit einem kurzen Stopp. In Ausgangsposition. Die Dame sitzt. Jetzt ist darauf zu achten, dass der Herr einen geraden Rücken hält. Keinen Rundrücken, keinen Hohlrücken. Jetzt wird kurz nach unten gegangen und nach oben beschleunigt. Und die Dame voreinander abgestellt. Noch einmal das Ganze im flüssigen Durchlauf fürs bessere Verständnis.